Hallo, hier ist Julia von Farbcafé und heute geht es darum, warum wird mein Aquarell manchmal total matt und unansehnlich und manchmal leuchten die Farben dann doch. Um diese Frage beantworten zu können, brauchen wir unsere Farbkarte. Die ist elementar wichtig, wenn wir unseren Aquarellkasten verstehen wollen. In einem normalen 12er Aquarellkasten von guter Qualität findet man immer Doppelpärchen. Also zwei Gelbtöne, zwei Rottöne, zwei Blautöne, zwei Grüntöne und so weiter und so fort. In größeren Kästen wird das noch weiter aufgearbeitet. Also dann gibt es noch Violetttöne und hier und da und ganz viele andere schöne Farben. Der normale Aquarellkasten hat allerdings nur 12 Farben. Also das heißt nur ist gut. Ich habe meinem kleinen Aquarellkasten noch ein paar Farben hinzugefügt. Die müsst ihr aber jetzt gar nicht beachten. Um die Arbeit mit dem Aquarellkasten und den Farben darin mit dem Mischen zu verstehen, ist es wichtig, den Farbkreis zu kennen. Wie wir wissen, gibt es Farben, die sich darin gegenüberliegen. Das sind die Komplementärfarben. Und Farben, die nebeneinander liegen. Und da ist es ganz wichtig zu wissen, welche Farbe neben wem liegt und wie sie miteinander gemischt werden. Wir wissen, Blau und Gelb ergibt Grün, Blau und Rot Violett, Gelb mit Rot Orange und Gelb mit Blau auch wieder Grün. Je nachdem, in welche Richtung man schaut, hat also ein Gelb entweder die Tendenz, sich in Richtung Rot zu rücken oder in Richtung Grün, also in dem Falle in Richtung Blau. Schauen wir uns jetzt unsere Farbkarte mal genauer an. Wenn wir genau hinschauen, ist dieses Gelb eines, das schon fast ein Grün ist. Es wirkt ein bisschen neonfarbig, aber es geht in Richtung Grün. Dieses Gelb geht eher in Richtung Rot. Dieses Rot ist schon fast ein Orange, während dieses Rot schon beinahe ein Violett ist. Dieses Blau zieht sich auch irgendwie mehr so in Richtung Violett. Und dieses Blau ist schon fast ein Grün, während dieses Grün schon fast ein Blau ist. Um die Farben zu verstehen, brauchen wir aber nur diese Farben hier. Also die zwei Gelbtöne, die Rottöne und die Blautöne, denn daraus kann man im Prinzip alles mischen. Wenn wir Farben mischen und sie farbenkräftig werden sollen, dann suchen wir uns immer Farben, die in die gleiche Richtung gehen. Also wir suchen zum Beispiel, um ein Orange zu mischen, ein Gelb, das schon in Richtung Orange geht und ein Rot, das schon in Richtung Orange geht. Um ein Violett zu mischen, nehmen wir ein Rot, das in Richtung Violett geht und ein Blau, das in Richtung Violett geht. Nehmen wir das Beispiel mit dem Orange. Wir nehmen das warme Gelb und das Rot, das in Richtung Orange geht. Und wenn wir die beiden gut zusammenmischen, entsteht ein Orangeton. Würden wir das gleiche mit dem Gelb nehmen, das in Richtung Orange geht, und dann dazu das Rot nehmen, das aber in Richtung Violett geht, dann sehen wir, dass die Farbe irgendwie nicht so eine wirkliche Sättigung bekommt. Die wird auch eher ein bisschen matschig und auf jeden Fall grau. Sie hat keine Leuchtkraft. Nehmen wir jetzt aber ein Rot und ein Blau zum Beispiel. Das warme Rot mit dem kalten Blau, um ein Violett zu mischen. Tja, was wird da wohl passieren? Das sieht irgendwie nicht so gut aus, ne? Nehmen wir jetzt aber das Rot, das sowieso schon ein bisschen in Richtung Violett tendiert, mit dem entsprechenden Blau dazu, das auch in Richtung Violett tendiert. Na, ein bisschen mehr Farbe könnte sein. Dann kommen wir ein schönes Violett. Wir nehmen also die Farben, die am Farbkreis so liegen, dass sie sich anziehen, dass sie das gleiche Ziel anstreben. Genau das gleiche funktioniert natürlich auch in Richtung Grün. Wenn wir jetzt zum Beispiel unser warmes Gelb nehmen,
Und das dann fatalerweise mit unserem schönen Blau mischen, da werden wir auch nicht glücklich damit werden. Es ist zwar ein Grün, aber richtig schön ist es nicht. Nehmen wir jetzt das Gelb, was ohnehin schon schreit, ich bin grün, ich bin grün. Und mischen das dann mit dem Blau, das sagt, nee, ich will kein Violett werden. Dann haben wir ein sehr schönes Grün, das keine Tendenzen von Grau enthält. Das ist eigentlich schon die große Kunst des Farbenmischens mit der Beachtung von warm und kalt. Das heißt, die Farben, die sich sowieso anziehen auf dem Farbkreis, die ergeben dann leuchtende Farben. Die Farben, die eher sagen, ach nö, ich möchte eine andere Farbe werden als das, was du gerade mit mir mischen möchtest, da wird natürlich auch nichts draus werden, denn die Farbe möchte gar nicht. Das heißt, die Pigmente passen nicht zusammen. Ob warm oder kalt, es passt einfach nicht. Da kann man dann noch so viel mischen und üben, wie man möchte. Die Farben werden dann matt. Es ist natürlich auch ein Stilmittel, kein Stilmittel, ein Stilmittel, die Farben so einzusetzen, dass nicht ein Bild immer komplett leuchtend oder matt ist. Man könnte jetzt natürlich auch bei diesem Bild den Hintergrund matt machen und den Vordergrund mit leuchtenden Farben, also hier das Blümchen zum Beispiel mit leuchtenden Farben, damit es vor dem matten Hintergrund noch mehr heraussticht. Aber das sind alles künstlerische Betrachtungsweisen, künstlerische Freiheiten, die kann man nutzen, wenn man die Theorie dahinter kennt. Und jetzt kennt ihr die Theorie dahinter. Also ich hoffe, das Video hat gefallen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen und wenn es dir viel gebracht hat, dann ein Abo von meinem YouTube-Kanal oder Instagram oder Facebook oder Twitter. Jedenfalls, davon wird es noch ein paar mehr Videos geben und wenn du Fragen hast, dann immer in die Kommentare damit. Ich werde da neue Videos dazu machen. Und ansonsten gibt es ja noch meinen Videokurs, der jetzt demnächst fertig wird, über Aquarellblumen und dann wird sowas hier natürlich auch gemalt und da gibt es dann noch mehr richtig cooles Wissen über Aquarell. Also bis dann, ciao! Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben oder du kannst meinen Kanal abonnieren. Du findest mich auch in unterschiedlichen Shops, zum Beispiel auf meinem eigenen Shop, bei Etsy oder bei Amazon. Außerdem kannst du mich bei meinen Kursen besuchen. Dort findest du online alles, was du wissen musst und kannst ganz bequem von zu Hause aus lernen. Du kannst mich natürlich auch auf Facebook, Instagram oder Twitter besuchen und auch abonnieren. Ich freue mich über jede Nachricht von dir. Und wenn du möchtest, kannst du mich auf Patreon unterstützen. Alles Liebe und bis zum nächsten Video. Ciao!